und herzlich willkommen auf dem Crash Academy Channel. Heute machen wir einen Einsteiger-Guide für euch und da geht es darum, was enthält eigentlich die Alpha 2.1 von Star Citizen alles für Feature. Das ist also nicht so sehr für die Leute gedacht, die jetzt sowieso schon fette Fans sind und alles wissen, sondern ihr könnt das Video mit anderen teilen und ihnen zeigen, das könnt ihr jetzt alles schon bei Star Citizen erleben. Der Umfang ist sehr, sehr groß geworden, deswegen hier in der Folge geht es wirklich um die Kernfeature. Wir haben aber auch, was ist Star Citizen 2.0 gedreht, das findet ihr auch oben als Link bei uns. Dort kriegt ihr dann die Einstiege, die Einstiegsinformationen, wie mache ich ein Profil und wie steige ich ins Spiel ein, bevor ich wirklich im Spiel bin. Genau, also wenn ihr jetzt erstmal grundsätzlich informieren wollt, das Video anklicken und ansonsten legen wir jetzt hier mal direkt los, denn es gibt wirklich viel zu erzählen, also da ist jetzt viel drin und unsere erste Kategorie ist in jedem Fall das Mini-PU, also das Mini-Persistent Universe, das jetzt zum Test in der Alpha drin ist. Da geht es insbesondere um Crusader und seine Planeten drumherum, also den großen Gasplaneten und seine Monde. Ja, das ist eine riesige Map, das ist die sogenannte Large World Map Technologie mit 64-Bit, die uns sehr, sehr, sehr große Spielumgebung, eine riesige Sandbox über, sozusagen wirklich ermöglicht, da drin was zu erleben. Und da gibt es jetzt auch schon drei Monde, die man sich anschauen kann. Das ist Selene. Mhm. Heißt es wirklich wie die Frau Selene? Ja, Selene. Ja. Selene, ja. Dann haben wir Daimar und Yella. Yella mit dem Asteroidengürtel. Auf jeden Fall ein Besuch wert, sich das mal anzuschauen. Und dann geht es auch gleich weiter mit drei begehbaren Raumstationen. Da gibt es natürlich Port Ulysar als erstes. Port Ulysar ist eine Green Zone, wo ihr euch die Schiffe aussucht, wo ihr startet, wo ihr nicht beschossen werden könnt. Der Einstieg in Crusader. Und dann könnt ihr Kovalex Shipping Hub besuchen, eine stillgelegte Station durch einen Unfall. Oder das Career Security Station. Genau, da ist sozusagen die FPS-Arena verortet. Und außerdem gibt es noch Reparaturstationen. Das sind die sogenannten Cryastro Stations. Da könnt ihr zerschossene oder ansonsten irgendwie kaputtgegangene Schiffe reparieren. Und es gibt noch weitere Com-Arrays. Das sind auch insofern begehbare Stationen, dass man zumindest mal reingehen kann, um dort nämlich Missionen drin zu erfüllen. Davon gibt es auch eine ganze Reihe. Und um von einem zum anderen Ort zu kommen, weil das eine sehr, sehr große Map ist, gibt es den sogenannten Quantum Drive. Das bedeutet, da könnt ihr sozusagen den Turbo einlegen und einmal direkt von einer Station zur anderen springen. Sonst dauert das Ganze nämlich sehr, sehr lange. Ja, es gab auch schon Spezies, die es geschafft haben, einen anderen Punkt zu erreichen, nur im Cruise Speed. Würde ich aber jetzt nicht empfehlen, deswegen den Quantum Drive benutzen. Wenn ihr euch alle Stationen oder alle Locations anschauen wollt, dann hat der Sawyer auch schon die Location Tour im Let's Play gecovert. Genau, da könnt ihr mal reingucken. Ansonsten wirklich übrigens die Leute, die es probiert haben, die geringste Entfernung von einer Station zur anderen sind 19,5 Stunden Spielzeit. Also es ist wirklich eine große Ohne Map. Absturz? Ohne Absturz, ja. Einmal direkt durch, ja. Einmal hat es geschafft. Zumindest, wenn man Reddit glauben darf. Ja, aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir gehen von hier aus nämlich dann direkt in die Multicrew-Experience. Das, was Star Citizen nämlich eigentlich ausmacht. Das ganz Besondere daran ist, vorweg gesagt, der Sinn dabei ist, man fliegt ein Schiff mit Freunden, man kann aussteigen aus dem Sitz, die Maschinen stoppen, dann sich Waffen schnappen, in EVA gehen oder an Bord der Schiffe kämpfen, sich frei bewegen und das Ganze ohne Ladescreens. Genau, das heißt, ihr könnt euch wirklich frei in eurem Schiff bewegen, könnt von einem Schiff zum einem anderen wechseln und euch natürlich mit Freunden da zusammentun. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, gibt es zwei Hilfselemente. Das eine ist das Mobiglas, da gibt es die erste Implementation von inzwischen. Da ist zum Beispiel euer Mission Manager drin, da könnt ihr ein bisschen gucken später, was die Cargo enthält und so weiter. Da könnt ihr also sozusagen ein bisschen das Spiel steuern von dort aus. Und das zweite, sehr wichtig, ist die Augmented Reality. Das ist ein Display, was sozusagen über eure Augen gelegt wird und dort könnt ihr zum Beispiel andere Spieler mit identifizieren, mit ihren Nicknames. Sehr sinnvoll, wenn man nicht die Freunde erschießen will. Ja, leider ist die Reichweite noch etwas begrenzt davon, deswegen erstmal versuchen rauszufinden, wer steht da vor mir, bevor man abfeuert. Genau, guter Ganz, Tipp. Ja, wichtiger Tipp von mir. Aber was wäre natürlich Multicrew Experience ohne getrennte Arbeitsplätze an großen Schiffen, in großen Schiffen? Das heißt, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, bei Multicrew-Schiffen den Piloten, die Pilotenposition zu trennen vom Bordengineering und vom Geschützturm. Das sind sozusagen die großen Feature, die jetzt das Multicrew-System schon anbietet. Das heißt, einer bemannt den Turm, sorgt für Deckungsfeuer, einer fliegt und kommandiert das Schiff
Und ein weiterer Mann kann die Bordsysteme kontrollieren, kann Schild verteilen, die Energieverteilung regeln. Genau. Dafür sind natürlich auch schon einige Multicrew-Schiffe wirklich erlebbar. Zum Beispiel die ganz berühmte Constellation Andromeda mit ihren 5 Crew-Positionen. Das heißt, einen Piloten, 2 Engineers gibt es und 2 Gunner, die man dort einsetzen kann. Die Aegis Retaliator, das ist auch ein schönes Beispiel, der Langstreckenbomber mit mehreren Geschütztürmen. Also eine ganze Menge können da zusammen leicht fliegen. Und außerdem gibt es auch die Freelancer schon als erstes Frachtschiff sozusagen, was ihr dann mit euren Leuten bemannen könnt. Die vollständige Liste an allen fliegbaren Schiffen findet ihr übrigens im SCB-Artikel dazu. Dort könnt ihr nochmal nachlesen, welche Schiffe gerade verfügbar sind. Und dann haben wir auch noch ein Let's Play dazu, ein Multicrew-Let's Play Rescue vom Kovalex, wo man auch mal so eine komplett kombinierte Aktion sieht mit verschiedenen Schiffspositionen und mit FPS, einer Rettungsoperation, um dieses ganze Spektrum abzubilden, was im Spiel ohne Ladescreens möglich ist. Ja, genau, also schaut auf jeden Fall mal rein. Apropos Missionen, das ist ein gutes Thema gerade. Da gibt es nämlich eine ganze Menge schon inzwischen von, und zwar die uns direkt vom Spiel selbst gestellt werden. Es gibt 8 Com-Array-Missionen, wo ihr gegen NPCs fliegt. Das bedeutet, ihr fliegt zu einem Com-Array, dort spawnen Piraten und die eigene Security von Crusader selbst, kämpfen dort gegeneinander. Ihr müsst die Piraten ausschalten und dann das Com-Array reaktivieren. Außerdem gibt es 8 Forschungsmissionen, die ihr machen könnt. Das hat mit den ICC-Probes zu tun, die also das System scannen und die euch dazu sozusagen verdonnern, bestimmte Aufgaben für sie zu erfüllen. Und man schaltet dann stufenweise immer die nächste Mission frei und hangelt sich dann an der Missionskette entlang. Genau, so ist es. Außerdem gibt es zufällige Missionen, und zwar 20, insbesondere gibt es 20 verschiedene Gegner, die einfach irgendwo spawnen können, wenn ihr unterwegs seid, und die dann auch selber mit euch direkt angreifen oder auch selber im Kampf schon mit anderen NPCs sind. Also die kommen einfach so raus. Und es gibt auch zufällige Forschungsmissionen, die man machen kann. Da braucht man dann ein bisschen Glück. Ja, da gibt es dann zufällige Begegnungen, dass man ein Schiffswrack findet und dieses Schiffswrack dann erkunden kann, dort etwas findet, ein Tablet. Ja, genau. Wo man dann halt weitere Infos bekommt und dafür die Mission abschließen kann. Aber das ist zufallsbasiert, da weiß man nicht, wo es passiert, wann es passiert und wie es passiert. Aber mit etwas Glück und viel Zeit im Spiel begegnet einem sowas. Genau, also lasst euch überraschen. Wenn ihr mal schauen wollt, wie man sich so eine Mission anfühlt, guckt mal in unser Let's Play dazu. Venduel in Crusader mit dem Dozer noch mit dabei. Da haben wir es mal aufgenommen und mal so eine Beispielmission gezeigt, wie das ablaufen kann. Sehr spannendes Let's Play geworden, schaut auf jeden Fall mal rein. Ja, und von da aus gehen wir dann zum letzten Element im Mini-PU, nämlich natürlich dem First-Person-Shooter-Teil. Ganz wichtig, das ist natürlich jetzt noch nicht das Star Marine, das eigentliche Star Marine, aber es gibt jetzt schon eine FPS-Möglichkeit in dem heutigen Star Citizen. Ganz wichtig, dafür ist das Career Security Outpost zuständig. Da haben wir eine freie FPS-Arena, zu der man fliegen kann, landen kann und wo man sich Waffen wie Medikits schnappen kann, und dann geht's halt los. Genau, ballistische Waffen, Munition, Medikits, alles da zu eurer freien Verfügung. Könnt ihr euch dann suchen und in jedem Fall ein bisschen den FPS-Teil genießen. Außerdem aber ist das nicht auf diese Station begrenzt. Das heißt, ihr könnt theoretisch ein Open-World-FPS machen. Das heißt, ihr könnt nicht nur an Bord der Stationen kämpfen, sondern auch an Bord der Schiffe natürlich und auch freischwebend im Weltraum. Aber Port Olisar bleibt Green Zone, ist sozusagen eine sichere Zone, wo man nicht beschossen werden kann und auch keine Waffen abschießen darf. Genau, wenn ihr dazu noch mehr gucken wollt, schaut mal in unser Multiplayer-Gameplay-Let's Play rein. Da könnt ihr nämlich sehen, wie sich das so ein bisschen anfühlt. Und insbesondere der Weezen kann da ein Liedchen von singen, ne? Was das für eine spannende Sache ist. Also treffsicher bin ich so, aber ich treffe manchmal auch den Falschen. Ja, also schaut mal rein, mal sehen, was er damit meint. So, das war noch nicht alles. Wir gehen jetzt vom Mini-PU, also dem wirklich großen Large World Map, weiter in das nächste Element. Und das ist der Arena Commander. Naja, und den kennst du ja nun in- und auswendig. Den kenne ich in- und auswendig. Das ist auch für mich mit das wichtigste Modul immer noch. Da ist tatsächlich ein Flugsimulator im Star Citizen-Spiel integriert. Das ist eine Simulation, wird sie auch bleiben. Ja, das heißt, alles, was ich später im Verse erlebe, ist real. Und das, was im Simulator passiert, ist eine reine Simulation zum Trainieren. Und da gibt es mittlerweile schon ein 6-teiliges Tutorial, was man spielen kann, wo man die Grundlagen des Fliegens lernt, wo man das Landen lernt, das Fliegen durch den Quantum Drive, das Kämpfen, Bekämpfen von Gegnern. Und mittlerweile sind es 6 Teile geworden. Ja, sehr umfangreich. Sehr umfangreich, ja.
werden wir jetzt auch demnächst nochmal ein bisschen machen und schauen, genau, wie die das Fliegen erklären. Dazu kommt natürlich die verschiedenen Spielmodi. Dazu gibt es den Freiflugmodus. Das war vor dem Mini-PU die Möglichkeit, mal so ein bisschen frei zu fliegen, zu quatschen, Leute zu treffen, zu landen, ohne zu schießen. Dann gibt es natürlich den Vandal Swarm, der mit 18 Wellen, ja, mit 18 Gegnerwellen kommt und mit ansteigender Schwierigkeit den Piloten herausfordert. Genau, da im Vandal Swarm könnt ihr entweder Einzelspieler spielen, dann habt ihr KI-Piloten, die eure Wingmen darstellen und die euch im Kampf unterstützen, oder ihr könnt im Koop-Modus spielen, das heißt mit bis zu 4 Spielern diesen Vandal Swarm absolvieren und versuchen, sich durch die 18 Gegnerwellen durchzukämpfen. Ist auch fürs Wreck-Farmen wichtig, ja, wenn man sich Schiffe nicht immer kaufen will, sondern ausleihen möchte, dann kann man da ganz gut auch Wrecks sammeln. Genau, so ist es. Es ist noch nicht alles, da gibt es auch noch einen Rennmodus, den sogenannten Murray Cup. Gibt es 3 verschiedene Strecken, die ihr alle mit ansteigender Schwierigkeit absolvieren müsst, und da geht es wirklich ums Racing, und für alle Speedfans ist das mit Sicherheit die richtige Art und Weise. Und außerdem gibt es auch noch öffentliche Kampfmodi. Da ist natürlich jetzt sozusagen das Leaderboard-Fighting im Mittelpunkt. Ja, da gibt es das Battle Royale, jeder gegen jeden. Ja, da kann man dann halt die maximale Kampf-Experience sammeln. Dann gibt es das Squadron Battle, wo man in Teams gegeneinander antritt. Das ist natürlich wichtig, um Kommunikation mit Freunden auch zu üben, auch das geht. Oder um zu lernen, halt ein bisschen mehr bedacht an das ganze Fliegen ranzugehen im Kampf. Und da gibt es natürlich den sportlichen Capture the Core. Genau, das ist so eine Art Capture the Flag auf ganz, ganz modern. Schaut da auch mal rein. Ist eine schöne Sache. Haben wir übrigens auch ein Let's Play zu gemacht. Könnt ihr euch mal angucken. Ist eine sehr, sehr witzige Sache. Nicht mein Steckenpferd. Nee, meins auch nicht unbedingt. Aber es gibt viele Leute, die das gerne machen. Und gerade fürs Teamplay kann das ganz witzig sein. Das war jetzt der Arena Commander. Und jetzt von da aus gehen wir ins Social-Modul. Und da gibt es jetzt eine erste Implementation, nämlich von Arcorp, ebenfalls einem Planeten im Stanton-System, also im gleichen System wie Crusader. Und da ist die Area 18 für euch bereit. Das ist die erste Landezone, die es gibt. Also eine richtig interaktive Planetenumgebung, die man sich dort angucken kann. Ja, da kann man auch schon was erleben. Da gibt es einen Zollbereich, wo man schon so einen kleinen Security-Check, also da, wo man spawnt, gibt es dann einen kleinen Security-Check. Der hat aber bis jetzt noch keine Ingame-Relevanz. Danach kommen die Läden, die immer weiter ausgebaut werden. Auch da soll ein Shopping-System implementiert werden in Zukunft. Dann gibt es eine Krankenstation, wo man aufwacht, wenn man es geschafft hat, sich da irgendwie das Leben zu nehmen. Und eine Bar. Leider kann man da noch keine Cocktails bestellen, aber das kommt auch noch. Genau, das kommt alles noch. Wenn euch die Wege dort zu weit sind, könnt ihr da einen Greycat-Buggy nehmen. Das sind diese kleinen, lustigen Elektro-Buggys, und damit durch die Gegend heizen. Vorsicht damit, die Dinger sind echte Todesmaschinen, also möglichst nirgendwo anecken oder jemanden überfahren, denn die Dinger gehen ganz schön schnell kaputt, und das endet dann damit, dass ihr normalerweise auf der Krankenstation wieder respawnen müsst. Und in dieser Arcorp-Instanz, also in der Area 18, sind bis zu 40 Spieler möglich. 36 sind normale Plätze frei. Und wenn ihr Leute in der Freundesliste habt, die es übrigens auch schon gibt, dann wird es bis zu 40 Leute erweitert. Das heißt, da kann man schon eine ordentliche Party drin feiern, wenn man will. Eigentlich auch eine sehr gute Idee, so ein bisschen was frei zu halten, damit man halt Leute nachzieht. Ja, vielleicht bauen sie das ja auch im Mini-PU so ein, ja, dass man immer so eine kleine Pufferzone hat, um Leute noch reinzuholen, die man als Freunde hat und die nachträglich joinen wollen. Das wird natürlich, das ganze Social-Modul ist natürlich die Idee dahinter, dass das im Laufe des Entwicklungsprozesses dann angebunden wird ins Mini-PU und nicht getrennt bleibt, ja, für genau jeden, der es noch nicht weiß. Das heißt, theoretisch könntet ihr euch dann dort in der Jobbörse, die es dort auch gibt, den Job oder die Mission raussuchen, mit euren Freunden zusammen in das Schiff steigen und dann ab geht's ins Mini-PU und dort die Mission absolvieren und dann wieder landen und einen trinken in der Bar. Das ist sozusagen der Sinn der Sache. Wir kommen jetzt zum nächsten wichtigen Modul. Das kennen eigentlich alle, die Star Citizen das erste Mal gestartet haben oder die auch schon lange dabei sind. Das ist natürlich das Hangar-Modul. Im Hangar-Modul könnt ihr euch die Schiffe anschauen, ja, die Waffen anschauen, durchlaufen, gucken, gefällt mir das Schiff. Das Hangar-Modul ist auch gerade erweitert worden, vorbereitend schon mal für die größeren Schiffe. Es ist also noch größer geworden. Und da gibt es inzwischen auch 4 verschiedene Hangar-Versionen, je nach Preis. Da ist der Selfland Hangar, das ist die untere Kategorie. Dann der Aeroview Hangar, der mit der übersichtlichste ist zurzeit. Der Revel und York, der eher exklusiv wirkt, ja. Und Luxus Hangar. Der Luxus Hangar, genau. Und natürlich den VFG Industrial Hangar, der anmutet, als wenn er in einem Asteroidenfeld drin wäre, in einem großen Planetoiden, sage ich jetzt mal. Und der eher so die Randbereiche, die gefährlicheren Bereiche repräsentiert oder militärische Basen darstellen könnte. Der von dem Fassungsvermögen eigentlich der größte
ist. Genau, so ist es. Ihr könnt mit jedem Schiff, was ihr kauft oder holt euch, also mit jedem Game Package, kriegt ihr auf jeden Fall einen Hangar mit dazu. Je nachdem, welche Preisklasse ihr habt, kriegt ihr einen anderen Hangar. Und diese Hangar könnt ihr dann später bei Start des Spiels irgendwo nach eurem eigenen Wunsch im System, also in dem ganzen Universum, verorten. Im Hangar findet ihr noch den Holotable, aber auch der ist noch nicht fix von der Ausstattung oder von der Gestaltung. An diesem Holotable könnt ihr dann eure Schiffe ausstatten. Das heißt, Waffen tauschen, Schilde tauschen, später auch dann wirklich einzelne Betriebsteile austauschen, auch wahrscheinlich Hardware, Chips, Computerbauteile. Alles das wird und kann man heute schon am Holotable ausprobieren. Genau, also von daher schaut euch eure Schiffe da drin an, das ist eine sehr, sehr schöne Sache und erkundet ein bisschen das, was in Zukunft kommt. Wenn ihr auch übrigens ein paar Items habt oder ein paar Belohnungen zum Beispiel, dadurch, dass ihr Subscriber bei RSI seid oder indem ihr zum Beispiel Gamescom-Tickets oder CitizenCon-Tickets habt, dort kriegt ihr die dargestellt, das heißt, ihr habt jede Menge Kram im Hangar, wenn ihr das wollt. Man kann auch mehr davon noch kaufen, ne? Eine Jukebox und solche Gegenstände, um dann die eigene Musik da abzuspielen, das heißt, Fischtank. Ein Fischtank, ganz wichtig, Fische sammeln. Mhm. Naja, ja, gut. Aber da gibt es ein sehr schönes Buch, was immer rumliegt im Mini-PU. Ja, wie war das nochmal? Genau, Everything I Learned About Dogfighting from My Fish Tank. Genau, das heißt, ich sitze da immer stundenlang vom Fischtank und denke so, oh, das war eine gute Taktik. Sehr das schön. Muss ich nachmachen. So ist es. Ja, das war auf jeden Fall dieser Teil. Ganz wichtig für uns ist, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn es irgendwas gibt, was ihr noch nicht verstanden habt oder wenn ihr noch genauer irgendwo nachfragen wollt, stellt die Fragen bitte in die Kommentare. Wir beantworten sie gerne, so schnell wir können und so gut wir können natürlich. Und ansonsten schaut mal in unsere Let's Plays rein. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel zu sehen und ganz, ganz viel zu erleben, was es jetzt schon darstellbar ist in Star Citizen. Das wird euch sicherlich weiterhelfen, auch gerade falls ihr noch die Entscheidung trefft, na, steige ich jetzt ein oder steige ich erst ein bisschen später ein. Ne? Und letztendlich sollten wir nochmal Patreon erwähnen. Ja, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Wir haben jetzt ein Patreon-Profil, wo man uns als Künstler oder als Editors oder als YouTuber unterstützen kann finanziell, damit wir das im vollen Rahmen vollberuflich machen können. Das steht am Ende der Reise. Das ist unser großes Ziel. Und wir haben uns jetzt schon sehr, sehr gefreut, dass viele Leute uns schon unterstützt haben. Und deswegen, wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal rein, guckt es euch an. Und dann entscheidet ihr selbst, ob es euch gefällt oder nicht. Genau, jeder Dollar hilft. Also von daher, je mehr Unterstützer wir kriegen, desto glücklicher werden wir in jedem Fall. Und desto schöner können wir das Programm jetzt hier auch weiterführen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind durch mit dem Einsteiger-Guide. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nicht vergessen zu abonnieren und uns auch zu teilen und zu empfehlen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Weasen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!